Ich bin jetzt übrigens Kapitän. Moin, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ark Storytime. Man kennt es mittlerweile. Ich hatte mir eigentlich was überlegt, womit ich jetzt anfange in der Folge, was ich so sage, aber irgendwie habe ich es vergessen, deswegen... Egal! Lassen wir das mal so stehen. Ich würde Folgendes machen wollen heute. Jetzt habe ich es. Wir brauchen einmal die Schneerüstung und müssen ins Schneebiom, damit wir ein paar Pinguine kloppen können. So, und warum Schneebiom und warum Pinguine klatschen? Es gab einen ziemlich guten Kommentar unten in den Kommentaren und der sagte, dass ich mir doch mal diese Kryo-Kapseln machen soll und diesen Kryo-Kühlschrank. Auf jeden Fall, damit können wir Dinos eben in so eine Art Pokéball einfangen, einschließen, einsperren und sie dann eben in unserem Inventar transportieren und das ist super praktisch, weil dadurch müssen wir dann die Wasser-Dinos nicht mehr im Wasser lassen und sie hauen nicht mehr immer ab. Der Plesio ist nämlich schon wieder irgendwie auf Weltreise und den müssen wir gleich nochmal suchen. Sperren wir die Damen. Einsperren klingt zu hart. Dann verfrachten wir die ganzen Dinos, die wir jetzt im Wasser haben, eben in die Kryo-Kapseln und dann sind die auf jeden Fall da schon mal safe. Also dann kickt zumindest schon mal bei Ark nicht so ein komischer Moment rein, wo Ark sich auf einmal denkt, ich muss jetzt deine Wasserdinos hier killen mit irgendwas. Das ist schon mal ziemlich nice, vielen Dank für den Hinweis auf jeden Fall. Und deshalb kloppen wir doch mal eben so ein paar von denen hier weg, so leid es mir auch tut. Pinguine sind immer noch meine Lieblingstiere, deswegen ist es immer so eine Sache, dass ich jetzt hier losziehen muss, um organisches Polymer zu holen. Aber wir brauchen das nun mal, um diese Kryokapseln und diese Kryokammer herstellen zu können, deswegen müssen wir das leider machen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt wo wir das so machen, ne, also hier Pinguine weghauen, um dann Polymer zu bekommen, da kicken auf jeden Fall bei mir die, ich habe Lust auf ein Ark Endlos LP rein, weil wir damit ja so eine automatische Polymerfarm machen könnten, was ziemlich nice wäre, was sich aber halt nicht lohnt, bei Ark Storytime sowas anzufangen. Vielleicht mal irgendwann in Zukunft mal sehen, was bei Ark Genesis noch rumkommt, vielleicht können wir das da ja irgendwann mal machen, das fände ich ziemlich nice. Digga, das war so schlecht. Weil im Prinzip ist es schon ziemlich nice, ich bekomme immer viele Kommentare jetzt von euch dazu, weil ich halt in dem Spiel auch nicht alles weiß. Weil wenn ich ein Video gemacht habe zu einem Thema, über das ich selber nicht so viel wusste, dann habe ich mich informiert und das ausprobiert, um dann halt ein Video für euch zu machen, damit es euch auch tatsächlich weiterhilft. Das hat sich so ein bisschen geändert jetzt mit Ark Storytime, da seid ihr ein bisschen mehr am Helfen, was ich ziemlich nice finde, ehrlich gesagt, dass wir das so ein bisschen drehen können. Also an dieser Stelle einfach nochmal vielen, vielen Dank für jeden, jede, wie auch immer, der die hier Kommentare schreibt und einfach weiterhilft bei dem ganzen Projekt. Mega nice, danke. Theoretisch sollten wir genug Polymer haben, aber ich nehme jetzt hier nochmal aus dem Schneebiom ein bisschen Metall mit, weil das brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Auch halt für später und hier sind dann noch genügend Metallvorkommen vorhanden, an denen ich mich nochmal eben bedienen kann. Ich bin halt gerade schon fast geneigt, den ein oder anderen Pinguin noch mitzunehmen. Haben wir auch ein Männchen, Weibchen. Ich kann halt aktuell nur einen holen. Ah, Kryokapseln wären halt eine Möglichkeit, ne? Tatsächlich mehr auf einmal mitzunehmen. Wir schnappen uns mal eben Weibchen, weil dann könnten wir theoretisch uns halt die Pinguine züchten und die dann immer weghauen, wenn wir... Das ist so gemein. Und dann könnten wir die halt immer weghauen, wenn wir Polymer bräuchten. Müssen wir nicht immer hin und her fliegen. Wir haben soweit jetzt alles zusammen an Metall, an Polymer auch. Ich fliege, glaube ich, noch einmal hin und her und hole einfach zwei Pinguine. Hey, Ruku. Wo bist du jetzt hin? Hallo. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, der überlebt das aktuell nicht, wenn ich ihn damit sehen will. Warum das denn? Ich meine, mit der Armbrust ist klar, dass er stirbt, aber mit dem Gewehr ging das eigentlich immer. Tja, wenn das nicht wird, fliegen wir einfach nochmal los und zähmen einfach direkt vor Ort. Wobei, wir machen erstmal die Kryokapseln, damit wir die direkt mitnehmen können. Müssen wir nicht hin und her fliegen, das spart Zeit. Effizienz, Freunde, ja? Das ist auch mein Motto hier bei der Aufnahme. Effizient, 3 Stunden lang aufnehmen. So, wir sind einmal beim roten Obelisken, denn hier kann man nämlich diese ganzen Kryo-Sachen herstellen. Das ist ziemlich nice. Hat man einmal hier unter Waffen. Warum auch immer das eine Waffe ist, aber hier ist eben dieser Bauplan drin für eine leere Kryokapsel. Wenn ihr damit S Plus spielt, könnt ihr einfach alle Sachen reinziehen. Ihr könnt auch ganz einfach die Sachen eben aus dem Inventar reinschmeißen, ist ja klar, ne? Dann stellt ihr die einfach her, das läuft ganz normal ab, nur dass noch ein heftiger Sound dazu kommt und ihr könnt das Ganze auch in einem Drop herstellen. Ich weiß aber nicht, ob der Drop dann halt auch despawnt, wenn ihr halt am Inventar gerade dran seid. Ein bisschen ärgerlich, aber auf jeden Fall funktioniert das Ganze und ihr könnt dann auch noch unter Strukturen und elektrisch die Kryokammer herstellen. Die ist wichtig, damit eure Kryokapseln nicht ablaufen. Die haben jetzt hier eine Ablaufzeit von 30 Tagen. Und da ladet ihr die quasi einfach wieder auf. Ich habe einfach 3 Stück gemacht, weil wir haben 3 Wasserdinos, die wir mitnehmen wollen. Aber erstmal kümmern wir uns jetzt um die Pinguine. Und ich habe jetzt hier 2 Stück gefunden. Ein Level 145er sogar. Und ich würde sagen, wir ziehen uns die mal eben auf die Eisscholle, damit wir da die eben einmal betäuben können. Weil da oben gerade wieder Agis unterwegs sind und so. Muss nicht sein. Pinguine sind halt so ein Ding, da muss man ein bisschen aufs Leben aufpassen, dass man die halt nicht killt. Deswegen halt auch nicht mit Armbrust, weil dann ist die safe tot. So, da fällt er auch um im Kopf komplett einmal weggetaucht. War das jetzt so, dass die nur Prime fressen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall braucht er Prime. Ja, der liegt nach 2 Schüssen sauer. Da hauen wir einfach auch das Fleisch rein und dann können wir die gleich schön aussammeln mit dem Kryopod. Mit dem Kryopod. Jupp. Da ist er fertig. Ich benenne den jetzt mal nicht. Und der andere ist auch schon fertig. Nice. Die sind so süß. Okay, das Ding ist... Ah,
genau, man könnte den auch lustige Hüte aufsetzen, ne? Wenn wir den jetzt in der Sprachbug kickt wieder rein. Wir können den halt auch dann Hüte aufsetzen. Also. Auf jeden. Ich brauche zwei Namen. Einen fürs Männchen, einen fürs Weibchen. Das ist jetzt unser Pärchen. Vielleicht auch so, dass sie zusammenpassen. Ja gut, kleine Aufgabe für euch, wenn ihr Bock habt. Leider sind ja jetzt schon die Namen für Skipper Kowalski und so weiter weg. Sonst können wir uns einfach hier vorstellen und können den dann einfach einsammeln mit dem Pokéball. Und dann verschwindet der einfach gleich darin. Zack, eingesammelt. Ja, das ist eingefroren. Das ist auch die ideale Aufbewahrungsmethode für Pinguin. Ist ja klar, weil es kalt ist, ne? Oh, hat sogar noch das Prime liegen lassen. Okay, also Inventar nehmen die dann tatsächlich nicht mit. Sollen wir gleich mal bei den Fischen gucken. Bei den Fischen. So, wir sind wieder da. Also schmeiße ich einfach mal den ersten Pinguin hier raus. Ich glaube mit der rechten Maustaste. Linke Maustaste. Jupp, schmeißen wir den einfach raus und dann ploppt er halt wieder auf. Das Ding ist, jetzt haben wir unten rechts so einen Cooldown einfach, weil wir den nächsten jetzt schmeißen würden. Also wir schmeißen halt auch den nächsten. Denn, ja. Ist der Kryo krank, das heißt, der pennt noch ein bisschen. Der ist halt komplett bewusstlos. Oh, das ist sogar auch mit der mit dem hohen Level, ne? Der auch noch die hohe Benommenheit hat, aber die geht relativ schnell runter. Also der wird auch wieder dann aufstehen. Was wir auf jeden Fall schon mal machen können, ist folgendes. Wir können die Kryokammer aufstehen, die gar nicht so groß ist, aber... Ja, doch, ich glaube, wir stellen die neben den Kühlschrank. Weil es keine S-Plus-Geschichte ist, wird dann nämlich eben hier so ein kleines Stromkabel einfach da sein. Dann geht das nicht durch den ganzen Raum. Da können wir dann auf jeden Fall gleich die anderen Sachen reintun. Ich würde sagen, die stellen wir auf jeden Fall auch gleich auf Paaren, weil dann können hier die ganze Zeit die... Rukus schlüpfen und dann haben wir quasi erstmal Polymer und Prime Meat ohne Ende. Das ist schon mal sehr gut. Also, let's go. Ich würde sagen, wir holen einmal eben die Wasserdinos nach Hause. Warum ist denn der Plesio wieder oben? Der war doch letztens weg. Letztes Mal, als ich hier war, war der weg. Ich weiß jetzt nicht, ob die Wasserdinos ihr Inventar halt wieder mitnehmen. Das müssen wir da mal eben kurz reingucken, was da irgendwie Wichtiges drin ist. Schon so einiges, ne? Das sollten wir mal mitnehmen. Na, wir werden es ja gleich sehen. Hier noch eine Tasche irgendwie droppt oder so. Oh ja, ist tatsächlich noch eine Tasche da. Okay, ist mir gar nicht aufgefallen, aber ich. Ah, die schwarzen Perlen auf jeden Fall auch. Verdammt. Ich kann da nichts reinlegen. Jetzt muss ich die rausdroppen und ich habe keinen Sauerstoff mehr. 200 IQ, Alter. Oh ne, sag mir nicht, ich habe die Perlen so blöd rausgeworfen, dass ich die jetzt nicht wiederfinde. Doch, da vorne sind die doch. Ja gut, schwarze Perlen hatten wir dann die längste Zeit. Das war jetzt nicht so schlau, die hier wahrscheinlich ins Wasser zu werfen. Verdammt. Egal, kann man ja wieder kriegen. So, und dann können wir die nämlich einfach jetzt hier reinschmeißen. Und dann werdet ihr sehen, dass jetzt einfach die Zeit wieder zurückgeht. Und wenn wir hier raufgehen, kriegen wir alle Werte übermittelt von den ganzen Viechern, die wir so drin haben. Also, was sie halt geskillt haben. Ihr wisst, was ich meine. Beruhigt euch. Ich würde sagen, dass ich die einfach mal auf Paaren stellen. Das Ding ist, dass tatsächlich das jetzt hier mein Dino ist mit dem höchsten Level, den ich gezähmt habe, ne? In Ark Storytime. Zieht euch das mal rein. Ein Pinguin, den wir halt nicht auf Level brauchen. Ist ja auch egal. Andere Sache. Honig brauchen wir für den süßen Gemüsekuchen. Und dafür habe ich eine Baumplattform gebaut, die ich nicht eingepackt habe. Nice. Wir bauen die jetzt mal hier ran, ne? Und dann ist da ja der Honig mit dem Bienchen. Und wenn wir da jetzt ein paar Wände draufsetzen und so, wir schauen mal. Wir probieren es mal aus. Wir probieren mal einfach weiter aus. Was ist denn hier mit dem Ding? Das kann man hier nirgends voransetzen. Aber theoretisch müsste ich doch eine Foundation setzen können. Richtig, 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 richtig. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur mal den... Ich habe nämlich einen Plan, warte, jetzt muss ich überlegen. Irgendwie so. Wir brauchen jetzt aber diese Dreiecks-Ceiling. Die könnten wir sogar so. Jo, das sieht schon besser aus. Vom Ding her sollte sich das euch jetzt auch erschlossen haben, was ich hier mache. Ich hole nochmal die restlichen Wände und dann schauen wir mal weiter. Oh Gott! War nicht jetzt. Was geht jetzt ab? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Nein, ich werde ausgenockt werden. Wo ist mein Agi? Oh, verdammt. Oh nein. Ach, nicht jetzt gegen Raptor wieder, ey. Da unten sind Zahlen. Kann ich irgendwie anpfeifen? Er folgt mir, das ist auch Folgen die los ist hier oben. Eins. Nummer doch nicht zwei. Hä? Warum sind so viele hier? Der Agi ist da, sehr schön. Feierabend, ich muss bauen. Ich brauche Honig. So, fertig ist das Meisterwerk. Wir haben einfach diesen ganzen Beehive einmal eingebaut. Ist, glaube ich, aktuell nur möglich für die PC-Leute. Ich weiß nicht, ob es diese Dreiecksform auch gibt für die PlayStation- und Xbox-Spieler. Auf jeden Fall haben wir es komplett eingebaut. Foundation, bla bla, Leitern, eine kleine Ceiling hier oben drauf. Und das Ganze... Oh, 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 oh. Ich wollte eigentlich das Fenster aufmachen. Jetzt habe ich einfach da durchgegriffen. Naja, so könnt ihr halt Honig holen, scheinbar. Jetzt habe ich halt fünfmal Honig geholt. Und das können wir halt ein bisschen öfter machen. Natürlich, wenn wir halt die Beehives holen würden, entweder selber herstellen durch S+ oder durch Bienen zähmen, würden wir ein bisschen mehr Honig rauskriegen, definitiv. Aber es ist halt eine gute Möglichkeit, wenn man es nicht so häufig braucht. Und wir brauchen es eigentlich nur für diesen Veggie Cake. Von daher ist es auf jeden Fall weniger Aufwand gewesen, als jetzt eine Biene komplett zu zähmen. Und wir hätten sowieso 50 Honig gebraucht, um auch eine herstellen zu können. Das kann man ganz gut machen auf dem PC. Ist eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, finde ich. Wir müssen mal gucken, ob wir das jetzt nochmal machen können. Und es ist auch direkt neben dem Harz. Und Harz brauchen wir aktuell auch, um nochmal so einen alten Veggie Cake herzustellen.
um nochmal so einen alten Veggie-Cake herstellen zu können. Die Abklingzeit ist natürlich auch ein bisschen heavy, ne? Von knapp 15 Minuten, die wir da hatten. Aber egal, wir lassen uns mal nicht abschrecken. Ja moin, da ist mal direkt eine Schnecke, die brauchen wir. Genau, und warum ziehen wir überhaupt Schnecken? Schnecken stellen eben Beton, Zement her, Zementpaste. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwo schon erwähnt habe im Video, aber das ist auf jeden Fall der Punkt. Das heißt, wir müssen dann auf jeden Fall keine Biberdämme mehr ausheben. Die ist auch Level 15, aber ich kann die nicht füttern. Dachte, das ist ein Passiv-Tame. Oder etwa nicht? Okay, ich dachte, es wäre ein Passiv-Tame. Ist es aber nicht. Das heißt, wir können gucken mal, wo wir hinschießen. So viel Damage macht die ja nicht. 2. Torpor 19. Okay, wenn wir auf das Fleisch schießen quasi. 26 und ist instant bewusstlos. Wir gucken mal, wie das funktioniert mit dem Cake, ob der, wie viel die braucht. Das reicht. Jo, einer scheint gereicht zu haben. Wir nehmen mal den anderen raus. Schön mit dem Dart hier drin. Okay, ist auf jeden Fall wieder ein easy Singleplayer-Tame. Das Ding ist, die nehmen wir jetzt mal mit hoch am besten. Ins Gewächshaus, wo irgendwie eh alles Kleine steht. So, die zweite Schnecke ist auch oben mit im Gewächshaus und man stellt die einfach auf Wandern und dann stellen die halt ihre Paste her. Ich glaube, wenn die sich halt mal richtig bewegen würden, ziehen die auch noch so eine Spur an Paste hinter sich her. Die eine hat jetzt halt erst 17 drin und was wir halt beachten müssen, ist noch, dass die halt, soweit ich jetzt weiß, nach der Zähmung immer nur noch dann diesen Veggie-Cake essen. Das sollte man auf jeden Fall wissen. Jetzt geht das wieder los, ne? Dann schauen wir mal, was wir nächstes Mal machen. Wir können auf jeden Fall nochmal nächstes Mal Rexe züchten oder so, dass wir halt Richtung Bossfight kommen. Wir können Höhlen machen. Wie gesagt, das war's erstmal. Du kannst hier irgendwo noch abonnieren und noch weitere Videos von mir gucken. Wenn das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ansonsten Kanal gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.